die mit lauter Stimme sagte, dass Frauen wie ich eine Gefahr darstellten für Frauen, die wirklich Übergriffe erlebt hätten, und ihr Urteil zum Applaus der Zuschauer im Saal verlas, 8 Monate für falsche Verdächtigung. 5 Freundinnen machen sich auf gegen die Herrschaft der Phallokratie. Radikal und kompromisslos, der Text schwer, hart und belastend. Like Lovers Do, die neue Produktion in den Münchner Kammerspielen, bringt das seit der Antike herrschende Patriarchat zum Einsturz. Ein erbarmungsloser Hochgeschwindigkeitsabend, bei dem der Zuschauer keine Sekunde geschont wird. Indem Sie nichts wissen. Offene Depp, ich erinnere mich, dass er sagte, bitte hör auf, aber ich hörte nicht auf. Und ich erinnere mich, er verließ das Bett und schloss die Tür und ich sah ihn nie wieder. Das ist eine Uraufführung der israelischen Autorin Sivan Ben Yishai. Und es ist ein Abend über das tabuisierte Thema der sexualisierten Gewalt. Themen wie Missbrauch, eheliche Gewalt, häusliche Gewalt, aber auch institutionelle Gewalt werden an diesem Abend sehr brutal und auch radikal quasi in den Raum gestellt und versucht aufzuarbeiten. Und geht dann ins Badezimmer und wäscht seine. Und sagte es nicht. Medusa ist eine der ersten Frauen, die in der griechischen Mythologie vergewaltigt wurde. Und sie wurde enthauptet. Am Ende sind die Opfer die vermeintlich verführerischen Täterinnen. Da hat sich bis heute wenig geändert. Like Lovers Do, neu im Repertoire der Münchner Kammerspiele.